begebe mich heute auf die Suche nach der sagenumwobenen Superbohne. Und sie ist behaart. Und dazu befrage ich jetzt erst einmal Professor White. Hallo, Professor White! Hallo, Rick! Hallo, Professor White! Sie sehen aus wie ein Mädchen! Ja, Rick, Sie auch! Also, Professor White, erzählen Sie uns doch mal etwas über die behaarte Superbohne! Ja, Rick, die behaarte Superbohne ist ein gefährlicher, aber auch niedlicher Menschenfresser, den man bald für nur 39,95 bei mir bestellen kann. Und diese Uhr gibt es gratis dazu. Wow, so viel für so wenig. Und das ist noch nicht alles. Denn die ersten 36 Anrufer erhalten die 10er Pauschale für Pentagon Rex. Außerdem werde ich jeden Morgen bei Ihnen um 6 Uhr anrufen und fragen, ob Sie noch mehr kaufen wollen. Wow, Professor White, das ist ja wirklich fantastisch. Aber wo ist denn jetzt die Superbohne? Ja, Rick, die Ureinwohner haben mir schon bestätigt, dass diese unglaublichen Lebewesen wirklich existiert haben. Stimmt doch, oder? Hey, verpiss dich endlich. Ja, wir haben auch Inschriften gefunden, hier. Diesen 100.000 Jahre alten Stein sehen wir diese ungewöhnliche Kreatur. Siehst du, dass sie kurze, stummelige Beine haben, einen antisozialen Kurzhaarschnitt und davon abgesehen sind diese Tiere nicht sehr groß, flach und auf Stein gemalt. Alles klar, Professor White! Also Freunde, wir suchen ein kleines Bündchen, was eine asoziale Frisur hat und außerdem ist es aus Stein! Und los geht's! Hat Professor White ein einheimisches Kind gefunden? Ja, Rick, ich muss es erst mal fragen, ob es die Superbohne überhaupt gesehen hat. Was sagt es, Professor? Naja, so ein Küken ist natürlich schwer zu verstehen. Also entweder hat es gesagt, ich soll zwar Aspirin nehmen und es morgen nochmal anrufen, oder es hat es da hinten gesehen. Mein Gott, es läuft weg! Schnell, hinterher! Ja! Herr Heißwürdig, treten Sie näher und bewundern Sie die unglaubliche, behaarte Riesenbohne. Treten Sie näher. Professor White, glauben Sie, dieser Mann weiß etwas über die harte Superbohne? Möglich, ich werde ihn fragen. Haben Sie die Superbohne gesehen? Was hat er gesagt? 5 Euro. Ah! Bitte sehr, bitte gleich. Professor White, könnte es das sein? Ich weiß nicht. Fragen wir die Ureinwohner. Oh, wow! Wir haben endlich die Superbohne gefunden! Oh, wie niedlich! Claudius. Und die Kurzform war... Ich weiß. Claudius. Ich weiß. Und darum ist Klo richtig. Ich weiß. Du von mir runter.
Und ich begebe mich heute auf die Suche nach dem sagenumwobenen, harten Superbohne. Ja. Denn wer die erste. Und außerdem. Scheiße. Außerdem. Nein. Claudia. Hereinspaziert. Danke. Ja, kommt alle. Doch, das geht. Ich habe die alle festgeknotet. Lustig, ne? Ja, das habe ich eben alles selber gemacht. Es hat das da hinten gesehen. Mein Gott, was ist das? Es läuft weg. Ja, es läuft weg. Also, Claudia, einmal aus dem Bild, bitte. Warte mich. Es ist nicht nur das hässlichste, es ist auch das dämlichste Pony, der Welt.